starten wir jetzt auf unsere erste Tour. Ab geht es zum Rahnfelsen. Ich bin selber total gespannt. Ich bin noch nicht da gewesen. Die Karin auch noch nicht, soweit ich weiß. Und jetzt werden wir uns da mal auf den Weg machen. Ich werde mal versuchen unterwegs, so viel wie möglich an interessanten Sachen einzufangen. Ich habe jetzt nebenbei noch die Komoot-App am Laufen. Die zeichnet die ganze Tour jetzt auf. Die Tour an sich ist angegeben mit insgesamt 6,3 Kilometer waren das, glaube ich. Ich habe jetzt einfach Hin- und Rückweg angegeben. Ein Weg wären dann irgendwo bei 3,15 Kilometer. Die Komoot-App, die rechnet die Durchschnittsgeschwindigkeit, rechnet dann halt das Ganze in der App direkt. Also mir werden jetzt 1,5 Stunden angezeigt. Und da gehen wir jetzt links hoch. Die erste Steigung hinter uns und weiter geht's. Ja, merkt man schon, hier oben liegt noch ein bisschen mehr als bei uns im Tal. Thank you.
Weg hier vorbeigerannt. So. Ja gut, das ist jetzt die erste Passage, wo man, ich sag mal, ein wenig trittsicher sein muss. Aber auf jeden Fall zu schaffen. Ein sehr schöner Wanderweg, muss ich sagen. Macht wirklich Spaß, den hier abzulaufen. Und das werde ich jetzt in der Zukunft mit der Karin auf jeden Fall nochmal machen. Wir werden mal gucken, ob wir unseren Sohn mitnehmen. Eine Kraxe hätten wir.
Vielen Dank fürs Einschalten. Und ich hoffe, ihr hattet bislang soweit ein wenig Spaß haben können, ein paar Impressionen mitnehmen können von dem Wanderweg jetzt hier zum Rahnfelsen hoch. Sind wir am Rahnfelsen angekommen. Ich freue mich total. Eine wunderschöne Aussicht. Ich hoffe, das kommt auf dem Video genauso rüber. Wenn nicht, werde ich mir eine neue Kamera besorgen müssen. Weil so Ausblicke, die müsst ihr einfach miterleben. Das ist sau cool. Ein bisschen vielleicht zum Weg hier hoch. Es waren jetzt circa 160 Meter Aufstieg. Es ist nicht so extrem schwer gewesen. Man kann es auf jeden Fall laufen. War jetzt auch nur eine Dreiviertelstunde Weg, glaube ich. Pure Wanderzeit, sage ich jetzt mal. Jetzt werde ich hier nochmal ein paar Eindrücke sammeln von der Umgebung hier oben, dass ich euch so viel wie möglich zusammenschneiden kann. So, an dieser Stelle möchte ich mich bei euch fürs Einschalten bedanken. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr einen Daumen hoch da lasst, den Kanal abonniert und beim nächsten Mal auch wieder einschaltet. Kommt mit mir mit auf ein paar Reisen durch den Pfälzerwald mit wildnispädagogischem Hintergrund. Somit bis zum nächsten Mal.